Und klick. Ja, liebe Freunde, es gibt wieder eine neue Filmsimulation von mir. Bleibt unbedingt dran. Jetzt kommt erstmal wieder ein kleiner Einspieler für euch. Geht ja schon los. Tausche Kamera gegen Kaffee. Es ist noch früh am Morgen. So, liebe Freunde da draußen. Also, ich habe eine neue Filmsimulation für euch. Die ist für die neuen Sensoren. Das heißt also für die XS10 und für die XT4. Und die ganze Filmsimulation ist vor allem, ja, ich sage jetzt mal, für Leute im Wedding-Bereich, ne, die viel Hochzeiten fotografieren und nicht unbedingt jedes Bild, sag ich mal, bearbeiten wollen. Ne, denn diese Filmsimulation hat so einen richtig schönen, ja, wie der Name schon sagt, Filmlook. Ja. Ich gebe euch jetzt gleich hier mal so ein paar Beispielbilder, die lassen wir erstmal ablaufen und danach gehen wir dann auf die Einstellungen. Für die Leute, die jetzt sagen, oh Gott, ich will keine Beispielbilder sehen. Ja. Ganz ruhig, da unten ist eine Legende, einfach auf die Einstellungen schon klicken, wann es im Video losgeht und dann könnt ihr es auch direkt so übernehmen. Also, wir sehen uns nach den Beispielbildern. So, liebe Freunde, und dann kommen wir natürlich jetzt zu den wichtigsten Sachen und das sind die Einstellungen für diese Filmsimulation. Auf die Punkte hier oben braucht man, glaube ich, gar nicht eingehen. Das Wichtigste, was jetzt kommt, sind die Filmsimulationen, die man erstmal standardmäßig auswählen kann und auf die ganzen Einstellungen beruhen. Wir nehmen für diesen Farblook, nehmen wir klassisch schwarz. So, dann haben wir den Körnungseffekt. Der Körnungseffekt ist aus. Ihr könnt den mit reinmachen, wenn ihr den für euren Bildlook braucht. Ich selber habe den immer auf ausgeschaltet, weil ich brauche den eigentlich nur bei Schwarz-Weiß-Bildern. Das ist aber so jedem selbst überlassen. Na? Dann haben wir Farbe, Chrome-Effekt, der ist auf stark hier in dieser Filmsimulation. Dann haben wir Farbe, Chrome FX Blau, auch der ist hier auf stark gesetzt. Und dann kommt es eigentlich schon mal das Wichtigste, was wir brauchen, und zwar der Weißabgleich. Den Weißabgleich hier auf Autopriorität Weiß. Ja, ist ganz wichtig. Es gibt ja noch Normalauto, den ihr einstellen könnt. Oder Autopriorität Weiß. Und da seht ihr schon, da ist Rot 5 und Blau minus 3. Können wir auch gerne hier nochmal so zeigen. Ich hoffe, man kann das gut sehen in der Kamera. So, dann haben wir den Dynamikbereich.
Der Dynamikbereich, den habe ich nur auf 100 hier gestellt bei der Simulation. Ich würde das auch nicht höher setzen wollen. Für alle anderen, die sich schon immer gefragt haben, warum kannst du überhaupt Dynamikbereich einstellen? Bei mir geht das nicht in der Kamera. Den könnt ihr nur einstellen, wenn ihr natürlich oben ja, die ISO auf Automatik setzt. Sonst ist das nicht möglich. So, dann haben wir dynamische Bereichspriorität, die ist auf Aus. Dann haben wir die Tonkurve. Natürlich sehr wichtig, wenn man halt eine eigene Filmsimulation macht. Ja. Und da seht ihr es schon. Da haben wir die Spitzenlichter, die haben wir auf minus 2. Und die Schatten haben wir auf minus 1. So, dann haben wir die Farbe auf minus 3 gesetzt. Ne? Denkt dran, diese Einstellungen beruhen sich immer nur auf diese Filmsimulation. Ja, für alle, die jetzt neu im Fuji-Bereich sind. So, dann haben wir die Schärfe. Die ist auf plus 2. Ja, das kann jetzt jeder für sich selber handhaben. Ich meine, ihr habt jetzt die Bilder gesehen. Ne? Die sind alle komplett unbearbeitet gewesen. Ich finde es nicht überschärft. Kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, dann haben wir die hohe ISO, ja, die machen wir auf minus 1 und die Klarheit auf 0. Es gibt welche, die mit Klarheit fotografieren. Klarheit würde ich aber definitiv nicht für eine Filmsimulation empfehlen. Wenn ihr im Street-Bereich oder wie zum Beispiel diese im Event-Bereich, im Hochzeitsbereich tätig seid, denn Klarheit braucht halt eine Weile zum Entwickeln und das kann euch nötige Zeit kosten. So, und damit sind wir doch schon durch. Ja, dann geht ihr auf Speichern und dann könnt ihr euch das abspeichern. Ich habe das Ganze einfach mal Pre-THS-Look genannt. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Ganz ehrlich, ich will euch da keinen Namen vorschreiben. Also nennt es, wie ihr es wollt. Ich finde es halt sehr gut für Veranstaltungen, ne, wie Hochzeiten. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ja, liebe Freunde, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Einstellungen übernehmen können und geht jetzt erstmal ganz weit raus und macht richtig tolle Bilder damit. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Natürlich auch gerne ein Abo für meinen YouTube-Kanal. Besucht mich gerne auch auf Instagram. Dort freue ich mich immer wieder, Fuji-Fotografen kennenzulernen, mit denen zu schreiben. Und lasst mir natürlich auch Bilder zukommen. Da habe ich immer Bock drauf. Ansonsten werden das nächste Video wird wieder ein Interview werden. Auch ein sehr spannendes Thema wieder dabei. Also da unbedingt einschalten. Ich sage erstmal bis dahin, haut rein, euer Toni.